4 Tage Trainingslager hatte Frank Pagelsdorf seinen Rostockern verordnet, um neuen Mut zu fassen im Abstiegskampf. Zunächst schien das zu fruchten. Baumgarts Chance, entschärft von Richard Golz, der bis 2000 beim HSV verlängert hat. Auf der Gegenseite Zweikampf des Ägypters Yasser gegen Salihamidzic und zur allgemeinen Überraschung gab Schiedsrichter Jansen hier Elfmeter. Yasser traf zwar den Ball, grätschte aber von hinten. Ermessenssache. Harald Spörl brachte die Hamburger nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung, gleichzeitig der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang dann Hansa Chancen zuhauf. Aber Golz im Tor stand immer richtig und zwar im Weg. Unglaublich, auch nach dieser Chance von Beinlich führte immer noch der HSV. Golz sei Dank. Erst als die Hamburger selber mithalfen, klappte es. Akpobori, 65. Minute, der 1:1 Ausgleich und der Endstand